Willkommen zum riesen Fußballturnier. Heute hat einer die Chance, 1000 Euro zu gewinnen. Das wird richtig episch. Und alle anderen gehen leer aus. Die erste Challenge, das haben wir noch nie gemacht. Alle 21 Teilnehmer gehen jetzt ins Tor und Spidey und ich knallen von 11 Metern mit dem Ball drauf. Derjenige, der als erstes getroffen wird, ist direkt raus. Ist direkt eliminiert. Hier geht's direkt voll zur Sache, Mann. Okay, Jungs, stellt euch bitte einmal alle ins Tor. Ihr müsst zwischen die Pfosten. Alle ins Tor. Matze, jetzt schon abgefuckt. Wir werden jetzt vom Helfer aufs Tor schießen und wer von dem Ball getroffen wird, ist raus. Der sagt, laber doch nicht. Und ihr müsst zwischen den Pfosten bleiben und nicht getroffen werden. Ja, aber Matze, du darfst nicht über die Linie. Und mach, ne? mach das Tor bitte nicht kaputt, sonst müssen wir das zahlen. Wir spielen so lange, bis wir 5 Leute da rausgeschossen haben, Alter. Das ist eine Challenge, da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ich den falle, bin ich gerettet. Boah, das war echt geil. Ja, ich sag echt, wer den Ball fängt, ist safe. Das sieht die Jacke aus. Ich bin was anders ernst hier, Alter. Mario so übersetzt. Mario nicht so motiviert. Nope. Guck mal, Eren, Alter. Seh den nicht, da. Ist das ein Kind? Nope. Vielleicht müssen wir gleich gleichzeitig schießen, Alter. Die weichen zu gut auf. Wenn man da im Kopf trifft, ne, dann tut's mir leid, Leute. Nope. Kann nicht sein. Ich muss mal nach links. Oh, das war fast sein Kopf. Ja! Es tut mir leid, dass du der Erste bist, aber es müssen Leute rausfliegen. Oh! Oh, Manny! Manny hat's erwischt. Ja! Ja! Ich bin durch jetzt, ne? Bro. Ich bin nicht mehr das Tor, Alter! Jetzt, ne? Mario ist safe, hat einen Ball gefallen. Oh ja, ich hab einen. Ui. Gani! Oh nein! Dreckige! Oh, was? Haben wir doch nicht mehr! Alle jetzt nach rechts. Gani! Nicht mit mir, du Dreckiger! Ich bin nicht so der Fußballer, Leute, ne? Oh! Tut mir leid, Bruder. Ja! Der Götz war zu dick. Okay, damit haben wir 5 eliminiert. Tut mir leid, dass es so schnell vorbeigegangen ist. Irgendwer muss immer am Anfang Uns hat es aber umso mehr Spaß gemacht bei der Challenge. So, für die nächste Challenge müssen wir einmal Teams machen. Ne? Dafür müsst ihr hier ganz fair aus dem Lostopf ein Zettelchen ziehen. Treten Sie gerne vor. Wähle weise. Oh. Oh, oh, oh. 2. Team Nummer 2, okay. Der Chef kommt. In der 1, du bist einfach die 1 am Sack. Borja aus Moria. Den hat man heute noch gar nicht gesehen, der hat sich nämlich hinter Kindern versteckt. 2. Zu deinem Lieblingspartner. Erin jetzt auch noch in die 2. Und die 2. Wählerweise. Die 1. Auch in die 1. Also es gibt alle auch ein Team 3 eigentlich. Team 1. Ey, haben wir da Team 3 Zettel reingemacht? Team 2. Das kann nicht sein. Oh, Team 3! Der erste bei Team 3. Nachdem fast alle ihrem Team zugewiesen wurden, mussten nur noch 2 Jungs einen Zettel ziehen. Mario! Warte mal. Und? Du bist der Arschscheiße. Zeig mal einmal die Kamera. Das geht nämlich sonst nicht auf, deswegen musst du leider wieder. Mann, warum hat Louis dir nicht gezogen, Alter? 3. Ey, Mario mit den kleinen Bambinis, das OP-Team und... Also es war ein Zettel drin, mit dem er automatisch rausfliegt. Dachten wir, wäre lustig. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, Alter. Ja, ich finde super. Wir hätten noch mehr Zettel da reinmachen müssen, oder? Und damit stehen die Teams fest. Die Jungs sind jetzt in 3 Teams eingeteilt mit 5 Leuten. Eigentlich seid ihr alle gegeneinander, aber jetzt müsst ihr als Team agieren. In 5 Minigames geht es nämlich darum, Punkte zu sammeln. Und das Team, was am Ende die wenigsten Punkte hat, wird eliminiert. Dazu machen wir auch 5 Disziplinen. Ich kann gar kein Deutsch. Dazu machen wir auch 5 Disziplinen und ihr müsst jeweils einen aus eurem Team dafür schicken. Wir fangen jetzt gleich an mit 1 gegen 1 gegen 1 und ihr dürft auserkoren, wer für euch bei dieser Challenge antritt, ja? Boris nicht, oder?
1 gegen 1. Fakt ohne wieder. Du? Ja. Erika macht das, 100%. Mach ich mir keine Gedanken. Das sieht so aus, als wärst du hier mit deinen Kindern, Alter. Nein, komm mal her, Jungs, komm mal her. Ja, Jungs, komm mal her. Ich wollte noch was, ne? Die letzte Besprechung. Wen schickt ihr? Ihn. Ui. Eine Hand an die Latte, bitte. Ne? Ein Leben nur. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Nope. Keine Ahnung. Ja, Junge! Immer noch am Ball, immer noch am Ball. Sehr gut, sehr gut. Ja! Robin mit viel Ballbesitz hier, ne? Ja, Junge, sehr gut. Lass ihn da, lass ihn da. Ja, oh, er tanzt aber schön Samba mit dem Ball. Tanze Samba mit dem Ball. Wow! Latte! Wow! Jawohl! Und jetzt? Long Shot? Nein! Oh! Oh, nein! Okay, ist schon mal nicht der Punkt für Mario Bratte sein Team. Auf die Plätze, fertig, los! Robin hier. Yes, yes, yes. Oh! 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 Was ist passiert hier? Oh mein Gott! No! Oh! Oh, nein, nein, nein! Hand! 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 Hand. Der wäre drin gewesen. Wär reingegangen, ne? Nein, nein. Nein, ist Robin sein Punkt. Sorry. Robin, ja, da sind wir hart. Da muss man ehrlich sein, der wäre drin gewesen. Und was willst du sonst? Der ja, der wäre wahrscheinlich reingekullert. Sehr, sehr gut gemacht. Danke. War gut, war gut. Habt ihr den richtigen ausgesucht, ne? Habt ihr den richtigen ausgesucht? So, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's nämlich in Challenge Nummer 2, ne? Team 1 mit dem ersten Punkt. GG. Wir gehen in die zweite Challenge und zwar Freistöße. Ihr schickt wieder einen und wer als erstes 3 Tore macht, der hat gewonnen und nimmt den Punkt für sein Team mit nach Hause, ne? Wir wissen noch nicht, wer ins Tor geht, ne? Das ist ein Geheimnis. Matze für Rennen. Also Matze für Rennen, Alter. Matze für Rennen. Wisst ihr schon, wen ihr schickt? Ja. Du? Wie heißt du nochmal? Fahan. Fahan. Team 1, Team Gewinner. Hamza! Oh, Chef, Alter. Ich erwarte einiges, ne? Für wen entscheidet euch? Ich selber leider. Was die Jungs halt nicht wissen, wir beide gehen ins Tor. Heute haben wir 2 Keeper, ne? Die Brotatos gegen den Rest der Welt. Okay, weil wir 2 sind vielleicht so gut wie ein Keeper. Wir sind so gut wie ein Viertel Mario. Ich bin auf jeden Fall nervös. Aber ich bin schon gut drauf, ich werde reinmachen. Bruder! Ja, Leute! Du kennst es aus den Spielen, ich schieße immer daneben. Nope! Wen habt ihr da geschickt, ey? Warna! Oh, wir beide. Oh, mehr Gewalt! Wo ist Hendler? Kann man aber ein! Minus! Das ist Minuspunkt! Das ist Minuspunkt! Das ist Minuspunkt! Das war euer bester Mann, den habt ihr ausgesucht. Er hat sich selber gewählt. Ich glaub, Minus. Hände waren gebunden. Nope! Ja! Okay. Ja! Ja! Alle Neider, seid ruhig. Oh, oh, oh. Grüß die Junge. Oh, nein! Ja! Oh, ich hab mich ja! Ich hab gesagt, ich gewinne für mein Team. Jawohl, Junge. Der Unterschied ist, der Hamza hat sie wirklich aufs Tor gebracht und das reicht schon bei uns. Aber noch ist gar nichts verloren. Wir gehen jetzt ab in Challenge Nummer 3. Und das ist, wer kann am meisten Bier trinken? Yes, sir! Jawohl, Luis, deine Aufgabe! Wir gehen ab in die dritte Challenge, No Bounce. Aber Chaos Edition! Ja, man kann sagen Chaos Edition, weil ihr spielt alle gleichzeitig. Und der als erstes fertig ist, hat gewonnen. Und ihr habt nur einen Ball und diesen Ball müsst ihr immer wieder holen, egal wo ihr den hinschießt. Das Team darf euch nicht helfen. Also, wenn ihr die erste Distanz schafft, holt euren Ball. Wir kontrollieren zweiten, das natürlich. Dann zur dritten, zur vierten. Wenn ihr die vierte Distanz geschafft habt, habt als ihr erstes, Punkt. Habt ihr den Punkt. Theo, ich vertrete Team 1. Ihr habt ja eh schon gewonnen, Alter. Ihr seid ja schon sicher durch. Ne? Ihr seid einfach die Macher hier, Alter. Stark. Hol dir das Ding auch, ne? Die können gar nichts. Thomas, Team 2. Ich geb Gas jetzt. Mario, Team 3. Das wird wirklich Chaos. Auf die Plätze, fertig, los! Und wir haben Mario nicht geschafft. Nur Thomas geschafft. Nur Thomas. Nur Thomas weiter.
Thomas darf hier hin. Okay, Mario hat es geschafft. Konzentrier dich erstmal. Okay, alle sind weiter. Alle sind weiter zur zweiten. Thomas auch geschafft. Mario? Und nein! Mario nicht! Linie! Thomas, dritte Distanz! Thomas, dritte Distanz! Thomas, komm, Junge! Ja, der war auch hier. Ui. Der war nicht Theo. Theo weiter. Thomas hat einen sehr guten Vorsprung. Ja. Sehr guter Vorsprung für Thomas. Letzte Distanz. Jetzt musst du. Nein! Nope. Okay, jetzt hast du Zeit, Thomas. Jetzt hast du Zeit. Ja, der ist es. Der ist es. Boah, Thomas hat rasiert. Oh. Ja, Runde. Sehr geil. Ja, war selbst. Hammergeil. Oh. Aber dieser Punkt, Alter. Das war eine starke Vorstellung jetzt. Teamspiel Nummer 4 ist Curling. Es gibt gleich ein Ziel. Ihr habt praktisch nur einen Versuch und wer am nächsten an dem Ziel dran liegt, kriegt den Punkt. Also ein Shot entscheidet alles. Präzision ist gefragt. Das wird wie bei dieser Überlebenschallenge. Genau, genau. Ja, da habe ich verkackt. Oder beide können nicht schießen und nicht passen. Das ist das Problem hier. Aber wer kann schon was in der Gruppe? Ich würde es dir geben. Hier ist Mo gegen Elend. Aber ich bin auch echt. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Er macht das schon. Ich mach das. Er hat keinen Druck, aber noch mal. Du machst, er macht. Ja, bei euch ist gechillt dieser Day weiter. Also, was macht ihr? Ja, wir schicken ihn vor. Okay. Hol einfach trotzdem noch einen Punkt, ne? Ja. Die Teams haben ihre Gladiatoren geschickt. Sie sehen auch hochmotiviert aus. Und das Ding ist, wenn jetzt Team 2 gewinnt, ist Team 3 automatisch raus. Ne? Nochmal jetzt richtig Gas geben, ne? Deswegen am besten für Team 3 einfach sich das Ding holen, ne? Hendrik für Team 1. Der ist halt ein bisschen weit. Der ist leider ein bisschen weit. Egal, Team 1 ist ja zum Glück schon durch, ne? Matze, Alter, also, warte, ohne zu überlegen! Das ist nix. Der rollt. Der rollt. Das war nice. Oh. Der ist, glaube ich, noch weiter weg als der von Team 1. Ey, Team 3, jetzt kein Druck, ne? Mario jubelt schon. Ist das so klar? Wir müssen uns das jetzt angucken, Leute. Alle rennen! Ah, ich will auch rennen! Ah. Am Ende lag der Ball von Team 3 ganz klar am nächsten am Ziel. Damit bleiben sie weiter im Rennen um die 1000 Euro. Jetzt kommen sie, jetzt haben sie auf einmal hier den Punkt. Das heißt, wir gehen in die alles entscheidende letzte Challenge. Team 1 ist durch, die können sich zurücklehnen. Die sind sozusagen im Halbfinale, sag ich mal. Ja, und jetzt geht's für Team 2 und Team 3 um die Wurst, ne? Die schicken ihren letzten Kämpfer. Einmal bei Team 2 ist es Louis. Für Team 3 Lennox Abi. Lennox Abi. Und zwar ist die letzte Challenge hochhalten. Ja, Junge. Wer als erstes den Ball fallen lässt, ist raus. Ich glaube, bei Hochhalten ging es noch nie um so viel. Denn wenn ihr den Ball fallen lässt, dann ist das ganze Team raus von euch. Ein Hochhalten war noch nie so wichtig in der Karriere. Ne? Du kannst dein ganzes Team jetzt retten oder bestrafen und du verkackst halt eventuell selber die Möglichkeit, 1000 Euro zu geben. Lennox Lewis, so heißt doch auch der Boxer, Alter. Das ist ja wie gescriptet. Lennox Lewis? Ja. Okay. Ey, okay, Jungs, seid ihr ready? Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich bin so nervös. Ja! Blue! Christian, wir haben die gezweifelt. Gute Vorstellung, hast 14 oder so geschafft, ist auch ein Applaus wert. Ne? Louis hat's gut gemacht. Damit ist Team Nummer 3 auch leider raus. Bye bye 3. Man muss sagen, da kann der Lennox aber auch nichts für. Das ganze Team hat halt ein bisschen underperformed. Mario ist damit auch eliminated. Und jetzt haben wir noch 10 Leute. 10 Leute. Jungs, ihr habt es weit geschafft. Eure Teams sind jetzt aufgelöst. Ihr seid wieder Einzelkämpfer. Ja, jetzt kämpft wieder jeder für sich. Ne? Und jetzt geht's in eine ganz einfache Lattenschießen-Challenge. Das ist aber keine Eliminierungs-Challenge, sondern ihr könnt euch in der Challenge nur einen Vorteil für die nächste Challenge erspielen. Ja. Also Latte jetzt treffen, ne? Dann hast du Vorteil erspielt für nächste Challenge. Ne? Hier. Ja, der zählt, komm. Nope. Ei. Ja! Der erste ist da. Der Chef ist nicht im Weiter. Tommy. Oh, ich hab dich Nope. Bock. Der Schuss. Nope. Mann, nope. Ist das Schmutz. Oh.
Der Chef! Oh, der Chef! Das ist der Zweite. Jedes Mal. Gut. Oh, oh! Der Dritte! Boah! Oh, die Schaufel! Nope! Ende. Nope! Ja! Ja! Ja, und damit ist es endlich vorbei hier. Okay, wir haben unsere fünf Vorteilnehmer. Stellt euch gerne mal dahin, auch in der Reihenfolge, wie ihr getroffen habt. Bevor wir jetzt zu einem kleinen Twist kommen, müssen wir euch erst die nächste Challenge erklären. Ja? Gleich geht's wieder ins 1 gegen 1 im Mittelkreis. Ihr spielt eine Minute lang und am Ende gewinnt derjenige, der den Ball als letztes am Fuß hat. Es kommt ein Ball in die Mitte und ihr tretet gegeneinander an im 1 gegen 1. Hier, ihr der den mit dem Vorteil hier, ne, ihr habt die Latte getroffen, ihr dürft euch jetzt euren Gegner aussuchen. Also du hast als... Oh, warum schießt er mit dem Schuh? Also, du hast als erstes die Latte getroffen, du darfst dir einen von den fünf Kandidaten aussuchen. Gehen wir mal gut dahin. Er ist größer als du, oder? Nein, nicht ganz. Ich muss ja ein kleiner. Du bist ja eine deiner Größe, kann man sagen. Ja, ist gerecht. Ist auf Augenhöhe. Hamza, der Chef. Ja, ich nehme den. Ja, den. Den. Ich nehme Luis. Oh! Wer gibt dir eine Ansage hier, ne? Ja, der hat Insiderwissen, der weiß, dass Luis scheiße ist. Jetzt. Thomas gegen Aaron. Ja. Robin gegen Boris. Revanche. Okay. Dann fangen wir mit dem ersten Pärchen an, ne? Nee, ich mach die Zeit auf jeden Fall und ich glaube, das wird ein sehr interessantes Kuddelmuddel, ne? Also jetzt wird hier viel passieren. Es geht ja auch immerhin um einen schönen Gewinn, ne? Okay, auf die Plätze, fertig, los! Oh, der Matze! Okay. Oh! Jetzt eine Minute halten, Matze! Ja, erste 10 Sekunden. Jetzt ist egal, Hendrik, ne? Jetzt ist Halbzeit! Hendrik, es geht um 1000 Euro! 10 noch! 10 noch! 5 Sekunden noch! Komm! Oh. Und stopp! Warum es auch immer nicht klingelt, keine Ahnung. Wissen wir nicht, Handy ist kaputt, aber ist vorbei. Matze hat dann sauber gewonnen. Okay, Hamza, der Chef, gegen Theo das Bananenbrot. Auf die Plätze, fertig, los! Eine Minute. Hamza! Ja, was machen Sie diesmal? Und die letzten 10 sind angebrochen. Theo, jetzt eine Blutgrätsche. Komm, Theo! Und stopp! Sehr stark, sehr stark. Theo, kann man nichts machen. Du hast auch gegen Hamza den Chef gespielt. Okay, jetzt kommen wir mal langsam zu den interessanten Duellen. Ne? Da muss man sagen, da hat der Vorteil wirklich schon einiges geholfen, den Jungs. Aber jetzt kommen so Matches, ich glaube, die sind ausgeglichener. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, jawohl. Dein Ball. Stark, ey. Stark. 10 Sekunden. Oh. Okay, 15 Sekunden sind vorbei. Leg dich einfach auf den Ball. 20 Sekunden sind vorbei. Ey, Luis, chillt einfach. Der chillt. Okay. Wir sind bei. Okay, weiter. Ich sag die letzten 10 wieder an. Sei mutig. 10 Sekunden noch. Holen wir, Junge, holen jetzt kommst du voran, wer als letztes den Ball berührt. Ja. Ist aus. Luis hat aber. Wer hat Ball? Wer hat den als letztes berührt? Luis. Ist aus. Ja, dann hat er doch den Ball, oder nicht? Lass ihn reinkommen. Warte. Holzi hatte gerade ein Zeitproblem. Wir haben hier ein zeitliches Problem. Es gab gerade ein Zeitproblem. Er hat die ganze Zeit Stopp gesagt. Geht du, geh nochmal dahin im Roten, bitte. Fertig, los. Und Rainer, komm. Ach du Scheiße, was ist das denn? 3 Sekunden noch. Ja, wieder Stopp. Ey, der geht jetzt rein und dann sind nur 2 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, ist wieder vorbei. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, vorbei. Aber geiles Duell. Aber sehr stark. Aber gutes Duell. Holzi guckt zu viel Netflix. Okay, der nächste ist Tomasz. Wer den Ball ins Ausschießt, verliert den Ball. Dann hat der andere den Ball. Tomasz gegen Aaron, das vorletzte Duell. Auf die Plätze, fertig. Warte mal, der Aaron steht ja schon. Alter.
Okay, der will eh nicht laufen. Auf die Plätze, fertig, los. Ich laufe nicht. Thomas. Und noch 2 Sekunden. Alter, macht Mondschau da, Alter, wieder, Leute. Halbzeit, vielleicht. Halbzeit. Vielleicht. Ich muss sagen. Nee, niemand hat gesagt, dass er sagen muss. Die letzten 10. Die letzten 5. Oh, stopp. Auf die Plätze. Noch 5 Sekunden. Fertig, los. Ja, ich hab Ball. Boah, ich weiß nicht. Doch, ich hab den angeschossen. Ich hab Ball. Gut, dass nicht. Du hast den, glaube ich, berührt. Können wir aber auch nochmal nachgucken. Auf die Plätze, fertig, los. Vorbei. Ja, Alter. Boah, das ist. Alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Am Ende richtig weggefault worden. Ist wieder da. Der fällt die ganze Saison aus. War stark, war stark. Jetzt weiter. Die Replay will ich sehen. Borja gegen Robin. Das Duell hatten wir eben schon. Eben konnte Robin gewinnen. Jetzt wird es Boris, glaube ich, ihm nicht ganz so leicht machen. Er will sich revanchieren. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, 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 geht direkt scharf los. Ja, Boris, an seinem fetten Arsch kommt man nicht vorbei, sag ich, wie es ist. Ja, das stimmt. Ja. Ab schön wie Boris. Schön enden. Physical 100. Oh, oh, ist doch drin. Ist doch drin. Die letzten 10. Oh, 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 der Ball war draußen. Der war draußen. Was? Wer war draußen? Raus. Auf die Plätze, fertig, los. Robin hat wieder, ne? Wie viele Sekunden? Es sind 1,5 Sekunden. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ja, ja, vorbei. War sehr, sehr eng. War sehr, sehr 55 Sekunden den Ball. Ja. Dann mit Ball ins Ausgelaufen, Alter. Das ist ehrlich anders. Ey, wer ist denn weitergekommen von denen, die sich den Vorteil erspielt haben? 4 Vorteile sind aufgegangen. 4 Vorteile. Da haben die Vorteile ja doch was gebracht. An der Stelle kommt jetzt das geilste Ding überhaupt. Und zwar gibt es jetzt eine Nominierung. Jeder hat eine Stimme und ihr dürft einen rauswählen. Einer wird jetzt fliegen, nur wegen Voting. Wer die meisten Stimmen kriegt, ist raus. Ihr könnt miteinander reden. Ihr könnt stumm abstimmen, ne, wie ihr stumm wollt. Ne? Nein, wir sind zusammen. Ich gehe auch bald vielleicht zu denen, ja. Das soll unser neuer Mann werden. Warum willst du den jetzt schon ausnitschen, der Arme? Leute, ich glaube, ist klar, für wen wir hier stimmen, oder? Wird ja vielleicht auch eher einen starken Gegner rauswerfen, ne? Vielleicht ist er auch scheiße. Du weißt ja nicht, wer er gewesen ist. Man sieht schon mal. Ja. Zeig mir die Kamera. Luis? Gott, los, ey. Ja, da ist mich auch gesehen. Luis! Deswegen hab ich gesagt, wähl mich nicht. 32er, ich hab's durchgelesen. Hamza? Hamza, sorry. Hamza. Ich wusste, du Luis. Gottloser! Ey, stark gespielt bis dahin, Alter. Die wussten einfach, dass du der Stärkste bist. Ja, die wussten, du bist einfach Hamza, der Chef. Was soll ich dir sagen? Ich hab gesagt, Hamza, alles liegt an dir. Ich hab gesehen, der hat nur so gesehen. Ich hab gesehen, der hat nur so gemacht. Nur zack, 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 zu schnell. Hamza, wir drehen noch abschließende Worte mit dir. Hamza, egal was wir dir jetzt sagen, du darfst dir das nicht anmerken lassen, ja? Die haben dich nicht rausgewotet, die Jungs, sondern die haben dich damit jetzt automatisch ins Finale gewotet. Du bist automatisch jetzt im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Aber sei leise, nicht umziehen, ja? Hast sehr gut gekämpft, Hamza, hast du gut gemacht. Langsam, manchmal reicht halt nicht, ne? Luis, ehrenlos von dir. Aber wir haben jetzt natürlich das Halbfinale. Jungs, sucht euch einen Teampartner. Mit wem wollt ihr jetzt im Team sein? Ihr dürft das entscheiden. Okay, alles klar. Seid ihr euch da sicher? Okay, sehr schön, sehr schön. Das ist safe gegeneinander. Das ist kein Teampartner. Und tatsächlich tretet ihr jetzt gegeneinander an. Jeder von euch bekommt einen Ball und eure Aufgabe ist es, den Ball von dem anderen abzunehmen, zu gewinnen. In einer Challenge, die euch überlassen ist. Und am Ende kommt halt einer weiter. Ihr könnt Squid Game geguckt. Elfer schießen. Willst du? Ja, komm, Brauchen wir einen Torwart? Ja, die haben sich schon entschieden. Das geht schnell. Luis und Robin machen Elfer schießen. Ich wäre für so Trickshot-mäßig.
Trickshot? Irgendwie was probieren, ob Ecke reindrehen oder Lattenschießen hatten wir jetzt. Am besten alles mit dem linken Fuß, oder? Genau, alles mit dem linken Fuß. Ja, oder wir machen von der Mittellinie das Tor. Warte doch kurz. Und dann? Bis das Tor trifft. Ich sag Eckenschießen, du sagst das, wir spielen eine Runde Schnickschnack-Schnuck. Ich hab mal was ganz Geiles für euch. Ihr lasst mal die Hosen runter und lasst das unten rum entscheiden. Ja, so nämlich, ja. Bei dem Wetter ist es klein. Achso, okay. Dann machen wir Ecke rein. Achso, ich hab gedacht, dann wäre es schon mal ein. Interessant, die haben sich das Elverschießen ausgesucht. Haben wir auch noch nicht gehabt. Ich glaube, das, was der Louis nicht weiß, der Robin war früher Torwart, ne? Hat er den gut verkauft. Na, lass uns doch mal Elverschießen machen, ne? Ja, drei Elfer jeder. Ah, du bist Torwart, ne? Ja, da fällt dem jetzt ein, ne? Geschenkt! Oh, meine Güte. Ja, noch hörst du ja gar nichts entschieden, ne? Oh, wenn er jetzt Robin, Robin hat sich Elfmeterschießen ausgesucht. Robin. Ja, kann immer passieren, Robin. Mach dir keinen Kopf. Aber halt jetzt den Ball. Finale. Ich bin da. Luis hat damit zwei Bälle und ist im Finale, ne? Nee, vier drei, sogar, ne? Drei hat er jetzt. Drei. Okay. Da gab es einen Unfall. Unter der Dusche und da ist nur noch einer übrig. Matzel und Thomas haben sich für Ecken reindrehen entschieden, bis einer trifft. Aber es könnte schnell gehen. Matzel ist Linksfuß, deswegen macht er hier von der Ecke, Thomas von der anderen. Letzte Challenge ist immer so knapp gescheitert, heute muss was gehen. Ich glaube, es ist ja jetzt Halbfinale hier, ne? Ja. Ich bin stolz dabei gewesen zu sein, Leute. Diesmal nicht vom Käse hops genommen worden und auch nicht von einem 14-Jährigen. Aber vielleicht von der Ecke. Aber von der Ecke ist okay. Ne, da war nichts, dann müssen wir wieder rüber. Das war Matzels Spiel, ne? Der hat das vorgeschlagen. Ja, der hat's vorgeschlagen. Der Matze wollte es so. Okay, dann muss ich das Ding jetzt beenden, oder? Und wir es beendet, also. Boah. Ja! Das war krass. Jeder, der sich die Challenge ausgesucht hat, hat verkackt. Muss ich mich geschlagen geben? Danke. Jetzt hol dir den Pokal, ne? Ja, danke. Der Thomas ist krass. Finale. Thomas kann was. Okay, gehen wir ins epische Finale, ne? Hierum geht's, um den Inhalt. Und es gibt natürlich noch eine kleine Überraschung für die Jungs. Ihr habt es geschafft, ihr habt es euch wirklich verdient. Ihr seid im Finale, hierum geht es, um den Inhalt. Ja, genau, um den Inhalt. Und ihr habt auch beide eure Challenge gewonnen, ne? Ja, in Team Nummer 2, ne? Und jetzt seid ihr hier im Finale. Ja. Vor allem kommt jetzt noch eine Person, ne? Vielleicht erinnert ihr euch dran, ihr habt einen hier ein bisschen ausgesnitcht, kann man sagen, ne? Aber ihr habt den gar nicht ausgesnitcht, ihr habt ihn direkt ins Finale gewotet. Und zwar Hamza, den Chef. Hamza ist zurück! Wieder back! Und wir haben jetzt ein episches Dreierfinale. Hamza, jetzt kannst du zeigen hier, ne? Jetzt kannst du den Jungs zurückgeben, okay. Erklär die Challenge, Holzi. Die ist so kompliziert, ich verstehe die selber nicht genau, aber wir werden abwechselnd Angreifer, Verteidiger und Torwart spielen, also ein 1 gegen 1 gegen 1. Und der Angreifer startet mit dem Ball. Derjenige, der die Winning-Aktion hat, kriegt einen Punkt. Also der Angreifer muss ein Tor schießen, dann kriegt der einen Punkt. Holt der Verteidiger den Ball und schlägt ihn aus dem 16er, holt der Verteidiger den Punkt. Hält der Torwart den Ball, kriegt der Torwart den Punkt. Wer als erstes 5 Punkte hat, wir rotieren immer die Position, gewinnt das ganze Ding hier und geht mit 1000 Euro nach Hause. Wollt ihr euch entscheiden, wer wo anfängt? Das könnt ihr gerne unter euch machen und danach würden wir dann immer rotieren. Ja, komm, ihr könnt Hamza, schnicken. Such dir was aus, wir haben dich rausgekickt. Ah, jetzt auf einmal nett zum Hamza! Jetzt auf einmal nett zum Hamza! Ich bin erstmal Angreifer, du gehst ins Tor und er verteidigt. Okay. Hamza, der Chef, macht die Ansagen hier. Spiel nicht mit Hamza. Seid ihr ready? Ja. Hamza fängt an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, der kriegt den Ball. Hamza, der Chef. Oh. Und Louis ab. Geklärt. Erster Punkt für Louis. Hamza, du warst schon vorbei eigentlich, sage ich ehrlich. Hamza war eigentlich schon vorbei, aber Louis kriegt seinen dicken Eumel da rein. Okay. Thomas. Let's go. Ja. Und? Oh, komm zum Abschluss! Luft. Aber das ist kein Punkt für niemanden. Ein Nuller-Durchgang. Ding, du. Oh, ist. Oh, Hamza raus! Oh. 2-0-0 für Louis. Macht er gut. Und let's go, Hamza. Oh, geht's aber los hier. Und das ist der dritte Punkt für Louis. Die schenken denen die Punkte. Wenn du den jetzt verteidigst, ich würde den einfach wegschießen, Thomas, sag ich dir ehrlich. Junge, Louis, push dich jetzt!
Das ist der vierte Punkt für Luis. 4-0-0. Das ist nicht normal. Das kannst du keinem erzählen. Oh, jetzt du kannst es jetzt beenden. Mit einem schönen Törchen, Luis. Mit einem schönen Törchen. Okay. Ja. Aber Hamza, wenn der Luis sich jetzt verteidigt, dann hat er gewonnen. Oh, Hamza schenkt Thomas den Punkt. Hamza schenkt dir die Punkte. Da, ein bisschen. Das hat er gewonnen. Oh, ich bin am Zittern, ich bin nervös. Oh. Und Luis kann wieder angreifen. Luis Abi greift an. Ich glaube, der Luis ist so nervös. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Alter. Lille Peter? Das ist es. Das ist es. Er macht es. Souverän. Souverän macht das aus. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Was soll ich sagen, ne? Ist nun mal so. Ja, starke Vorstellung. Du trägst ja auch das richtige Trikot, ne? Das Trikot verleiht Superkräfte, muss man sagen. Hamza, tut mir leid, du warst im Finale trotzdem noch, hast gut gekämpft, aber am Ende hat es sich gereicht. Thomas, auch du, sehr starke Vorstellung bis dahin. Danke, danke. War sehr gut. Ja, wenn du mal Sonntag so spielen würdest. Wirklich stabil auf jeder Position, deswegen herzlichen Glücksschrumpf. Vielen Dank. Torwart hat mir tatsächlich am besten gefallen. Ne? Ja. Also vielleicht hätten wir da einen vierten Mann. Ne? Einen vierten Mann? Oh, wow. Das schmeckt. Das ab in den Puff, Junge. Was machst du als erstes damit? Ich kauf mir einen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne ein Like da. Danke an die Jungs. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.